Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. In der letzten Folge haben wir das Erdgeschoss weiter errichtet. Diese Folge müssen wir es noch ausleuchten und können uns dann einer anderen Aufgabe widmen. Ich denke, wir sammeln mal kurz hier die ganzen Stöcke und Saplings eben ein und dann bereiten wir eine kleine Erkundungstour vor. Wir haben ja eine Karte, wo wir unten noch einiges erkunden können. Wir haben auch noch drei weitere Karten, die wir erforschen können und wir benötigen definitiv noch Sand und Kiefer. Das liegt natürlich dann nahe, dass wir eine kleine Erkundungstour starten. Vielleicht werden wir ja fündig. Die Frage stellt sich, legen wir schon mal ein paar Banner zurecht, dass wir dann eventuell interessante Orte markieren können auf der Karte, oder stürzen wir uns einfach ohne ins Abenteuer und müssen dann nochmal wiederkehren, um diese Orte zu markieren. Also wir haben auch gar nicht so viel Platz im Inventar, das heißt, wir müssen hier einmal alles freilegen. Ich setze mal hier die ganzen Birken-Saplings wieder hin, dass sie munter weiter wachsen können, und dann legen wir uns schlafen und machen uns am nächsten Tag auf. Von unseren auch noch Stöcke, die wollen wir auch alle mitnehmen. Nichts liegen lassen hier vorne. Das ist jetzt hier ein Hin- und Hergelaufe. Hier vorne sind auch noch Saplings. Sehr schön. Wir können schlafen gehen. Ich lege mal kurz die ganzen Sachen nieder, auch den Apfel. Und dann geht's am nächsten Tag weiter. Gut, wollen wir einmal das Inventar leeren. Haben wir das erledigt? Dann können wir einmal hier unten das Erdgeschoss ausleuchten, dass wir die Aufgabe auch fertig haben. Und dann können wir mal schauen, dass wir hier unbekanntes Land erforschen. Ich denke, das wäre es auch jetzt gleich hier schon. Ja, ich sehe hier keine Säule mehr, die nicht mit Fackeln besetzt ist. Hier vorne müssen wir noch welche hinsetzen. Genau. Die dürfen wir nicht vergessen. Aber ansonsten sieht es schon mal gut aus. Alles soweit ausgeleuchtet. Herrlich. Sehr schön. Alternativ könnten wir auch hier schon mal den Schacht hochlegen. Ich denke aber, eine kleine Erkundungstour zur Abwechslung ist auch mal ganz interessant. Das heißt, wir müssten eigentlich ein kleines Bett mitnehmen. Wir könnten auch hier einfach das hier, was wir hier haben, einmal abbauen. Essen haben wir auch noch da. Ein Boot nehmen wir mit. Und natürlich eine Karte. Jetzt müssen wir mal schauen, welche Karte das ist. Das ist jetzt die kleine Karte. Die wollen wir nicht. Und lass uns einmal kurz gucken. Haben wir hier noch Leder? Nein, haben wir nicht. Wir können auch einmal kurz hier Getreide mitnehmen. Ein paar Kartoffeln können wir auch mitnehmen. Und drüben die Tiere füttern. Dann haben wir eventuell sogar noch neues Leder von den Kühen. Die Schafe füttern wir nicht. Da haben wir, glaube ich, 10 Stück jetzt. Das reicht auch für den kleinen Perk hier. Für das Gehege. 2, 4, 6, 8, 9. Und ich glaube, hier drin ist noch eins. Jawohl, ein geschorenes. Ja, Schweine können wir meinetwegen auch vermehren. Also das ist ja gar kein Problem. Einmal die Schweine füttern. Sehr schön. Und hier auch die Kühe, ne, vorher füttern und dann einmal ein paar zur Schlachtbank führen, um hier Leder zu bekommen. Anders geht's leider nicht, ne? An alle Vegetarier, die Tiere müssen auf jeden Fall sterben für das Leder. Anders kriegen wir hier nicht alle Items. Kunstleder gibt es hier im Spiel nicht. So, ja, ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen schade, ne, dass ein Tier sterben muss, um hier irgendwelche Items zu kriegen. Aber so ist das Leben, ne? Was soll man machen? Ja, mit unserer Diamantaxt geht das auch eigentlich ganz zügig. Da leiden die Tiere nicht lange. Und wir kriegen unsere Rohstoffe, ohne hier weitere Tiere zu verletzen. Perfekt. Ich denke, das reicht erstmal. Lassen wir die übrigen Tiere in Ruhe. So, legen wir alles hier ab. Einmal hier das restliche Getreide. Das kommt hier wieder nach unten. Auch die Kartoffeln kommen hier rein. Wir sollten eigentlich auch mal schauen, ob hier die Villager noch genügend Platz in ihrer Truhe haben. Nicht, dass die nachher überfüllt wird. Und das Inventar. Ja, da ist ja noch genügend Platz drin. Also klar, die Kartoffeln können wir auf jeden Fall schon mal rausnehmen. Brot haben wir auch genügend drin. Hier ist auch noch Platz. Sehr schön, herrlich.
Da können wir auch in näherer Zukunft mal überlegen, ob wir hier einen Verbindungstunnel zwischen dem Kellergeschoss hier unten unter den Feldern und unserem Kellergeschoss machen. Ja, dann müssen wir das auf der gleichen Ebene irgendwie angleichen und dann einen Verbindungstunnel errichten. Das wäre auf jeden Fall auch so eine Aufgabe. Diese Folge, ich bringe mal kurz die Seeds hier weg, die stören mich im Inventar. So, diese Folge wollen wir auf jeden Fall eine kleine Erkundungstour starten. Ob wir die auch beenden können, das ist fraglich. Je nachdem, wie weit wir entfernt sind, ist es halt schwierig, am Ende der Folge hier wieder in der Basis zu sein. Daher nehmen wir auch das Bett mit. Und wir sollten eigentlich auch ausreichend Essen mitnehmen. Fällt mir im gleichen Zuge auf. So, ja, das ist gut. Und dann lasst uns mal schauen, haben wir jetzt hier... Nein, wir wollen nichts craften. Hier sind noch Stöcke. Ein paar Item Frames. Ja, machen wir erstmal 8 Stück. Das reicht. Sehr schön. Super. Das übrige Leder legen wir rein. Und dann können wir uns jetzt einen kleinen Platz mal suchen, wo wir denn die Karten aufhängen können. Es wäre ja schön, wenn wir hier irgendwie eine Wand hätten. Ja, ich meine, wir könnten auch hier vorne eine Wand errichten. Und dann könnten wir auf dieser Wand quasi schauen, wo wir uns befinden. Und ich glaube, das mache ich hier vorne einfach schon mal an die Hauswand dran. An die Baustelle. Da mache ich keine extra Tafel. Ja, das mache ich. So, einmal hier links herum. Einmal die Karten gesetzt. Sehr schön. Und dann können wir mal schauen. Wir haben ja einige hier schon im Inventar in der Truhe drinne liegen. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Die übrigen nehmen wir auch mit. Vielleicht können wir sie gut gebrauchen. Das hier ist die große. Ja, die können wir dann quasi hier einmal hinhängen. Da oben, da befinden wir uns gerade. Sehr schön. Schauen wir mal. Wir haben jetzt auch ein paar. Ja, die gut, die passen jetzt nicht gut zusammen. Das ist jetzt hier die... Ja, sehr nahe Ansicht, ja. Das ist unsere Basis, das hier ist unsere Insel. Also hier sieht er ja auch das Raster vom Haus, ja. Das ist sehr gut deutlich sichtbar. Also da kann man auf jeden Fall dann auch schon erahnen, wie viele Parzellen hier verbaut sind. Hier haben wir dann die Insel. Einmal ringsherum, ja, ein bisschen ist es abgeschnitten. Links und rechts, oben und unten passt es perfekt. Und diese hier wollen wir quasi mitnehmen. Die erkunden wir einmal, wir werden hier mit dem Boot hier rüberschippern. Hier ungefähr in der Höhe liegt das andere Dorf. Dann haben wir auch einen ungefähren Abstand auf der Karte vermittelt und dann können wir das nachher hier ergänzen. Das ist jetzt provisorisch, das ist nicht schön, das ist auch nicht an der richtigen Stelle. Es ist einfach nur für uns, dass wir hier den Überblick an den Karten behalten. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf. Gleich wird es auch schon wieder Nacht. Vielleicht warten wir die Nacht auch noch ab und machen so lange was anderes. Allerdings geht uns dann auch die Zeit verloren, hier vor uns eine Katze, hier die Erkundungstour zu starten. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie wir das vonstatten bringen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum anderen Dorf. Das haben wir ja schon erkundet. Da drüben können wir dann auch schon mal in das Boot steigen und die Erkundungstour starten. Da müssen wir gegebenenfalls kurz anhalten, einmal Anker legen und schlafen gehen, dann geht es am nächsten Tag weiter. Das ist ja gar kein Problem. Dann haben wir einen frischen Tag, wo wir schon direkt uns auf dem Meer befinden. Da vorne ist ein Enderman, der hat einen Grasblock entwendet. Wollen wir mal schauen, dass wir hier irgendwo einen kleinen Unterschlupf... Jetzt ist er weg. Da ist er wieder. Ja, die sind sehr stark, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier... einmal uns hier reinstellen, wo er uns nicht angreifen kann. Wo ist er denn? Da vorne, wir gucken ihn an. Jetzt kommt er gleich. Da ist er. Und jetzt ist das Schwert kaputt gegangen. Gut, dass wir ein Ersatzschwert haben. Erfahrungsgemäß wissen wir, sie haben sehr viel Schaden. Jetzt haben wir einen Grasblock, sehr schön. Hat sich schon gelohnt, hier runterzukommen. Leider keine Enderperle. Nee, schade. Wir müssen eh weitergehen. Einmal nach hier vorne. Um das Boot auch im Meer zu Wasser zu lassen und nicht hier in dem kleinen See, den wir hier haben. Finde ich eigentlich ganz schön. Also hier sind ja auch ein paar Fische drin. Ist ganz nett geworden. Und hier haben wir dann das offene Meer. So, schauen wir mal eben kurz. Die Uhr sagt, gleich ist es soweit. Wir können ja schon mal zu dem anderen Dorf fahren. Legen unsere Karte hier rein und dann geht's. Wobei, die Karte können wir auch hier unten reinsetzen. Und dann geht's los. Ich ändere die Ansicht. Beziehungsweise ihr seht es wahrscheinlich dann eh durch den Replay-Mod. Dann bleibe ich in der Ego-Perspektive und kann zwischendurch auf die Karte gucken. Da vorne seht ihr schon das Dorf.
Ehrlich, da werden wir wahrscheinlich diese Nacht verbringen. Und dann alles weitere erforschen. Ja, also so weit ist der Abstand auch gar nicht zu unserem Dorf. Liegt sogar auf der gleichen Höhe. Das ist sehr schön. Das freut uns doch. Oh, hier fehlt ein Block, sehe ich gerade. Hier hat jemand Ackerbau betrieben. Und die Sonne geht unter. Das heißt, wir legen uns kurz schlafen. Nein, noch nicht. Sonst kommt gleich ein Villager. Der legt sich dann hier rein. Das möchten wir nicht. Wir müssen mal kurz abwarten, bis die Uhr, ich sag mal, die Stunde 12 schlägt. Obwohl es dann eher 6 Uhr abends ungefähr ist oder 7 Uhr abends. Vielleicht noch ein bisschen später. Die Zeitrechnung mit der Minecraft-Uhr, die habe ich nicht ganz im Kopf. So, jetzt können wir schlafen gehen. Herrlich, Bett wieder abbauen. Unser Spawnpunkt bleibt ja bei dem Weltursprung, da wo wir in der Karte gestartet sind. Der ist ja gar nicht allzu weit entfernt. Das heißt, selbst wenn uns was passieren sollte, können wir immer noch zu unserem Basisdorf zurückkehren. So, die Karte wieder in die Hand genommen. Vielleicht auch nur in die Offhand, dann sieht man das besser, wo wir uns gerade befinden. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal hier oben den Zipfel von der Karte. Ihr seht es, und dann gehen wir rechts herum und erkunden den Rest. Es sei denn, da ist Land, da müssen wir wieder zurückfahren. Denn auf dem Wasser sind wir deutlich schneller als auf dem Lande. Da müssen wir nochmal gucken. Zur Not können wir auch hier unten in dem Ozean natürlich Sand farmen. Dafür wäre auf jeden Fall Unterwasseratmung nicht verkehrt. Da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze anstellen. So, den Zipfel haben wir jetzt hier einmal erkundet. Da vorne ist noch ein Pixel. Da fahren wir mal in die Richtung. Jawohl, den haben wir jetzt. Und dann können wir hier auch einmal herum. Sehr schön. Sehr hohe Klippen. Das gefällt mir sehr gut. Sehr schöne Landschaft. Schauen wir mal, dass wir hier irgendwie... Da ist auch, glaube ich, Diorit in der Wand drinne. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Oder ist das Kalzit? Ach, hier unten. Ah, da ist eine Ruine. Hier unten sind Ruinen. Okay, da sind auf jeden Fall Schätze drinne. Das merken wir uns, ja, hier an der Stelle. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederkommen. So, dann einmal den Zipfel hier oben, den rechten oberen Zipfel erkunden. Das Meer geht hier auch weiter. Zwischendurch immer mal schauen, dass wir auch noch auf der Karte sind. Das ist immer so der Nachteil, wenn man mit dem Boot unterwegs ist. Da weiß man nie ganz genau, wo man sich gerade auf der Karte befindet, weil man ja nicht rudern und die Karte gleichzeitig aufhalten kann. Das muss man dann immer wieder einhalten und nachschauen. Ja, wir fahren jetzt aus der Karte heraus. Hier ist auf jeden Fall Savannenbiom. Wir können auch eigentlich mal hier über das Land danach ergehen, um die Karte weiter zu erforschen. Dann haben wir das auch schon direkt erledigt. So, Boot mitgenommen und auf geht's. Einmal hier hochgekraxelt. Wollen wir schauen, wo wir später landen. Sehr schön, hier sind auch Hühner. Ein Lavafall. Tiefe Höhlen, gefällt mir, ja. Sehr schön. Vielleicht müssen wir gleich runter ins Wasser springen, je nachdem. Wir steigen jetzt sehr weit nach oben. Und wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir auch hier einmal quer, um die Karte auszufüllen, um alles hier erkundet zu haben. Da wollen wir ja nicht nochmal hier hochklettern. So, sehr schön. Haben wir das? Können wir weiter Richtung Süden gehen. Da vorne, es sieht auch sehr interessant aus. Ein Loch. Und da oben ist auch noch ein Dorf. Okay, spannend. Sehr spannend. Ich würde mal ganz kurz da hinten schauen gehen, was sich dort befindet. Da ist das Dorf auf der Klippe generiert worden. Ich vermute, es müsste eigentlich das gleiche sein, wo wir eben waren. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Das ist ja sehr spannend. Haben wir ein Bergdorf im Savannenbiom. Das wird schwierig sein, Wege hier hochzulegen. Ja, das... den unteren Teil und den oberen zu verbinden. Hier ist es auch sehr dunkel. Da müssen wir jetzt mal schauen. Vielleicht leuchten wir das hier ein bisschen aus. Ah, das ist Stoff für eine andere Folge. Gehen wir erstmal hier schauen. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus.
Was haben wir hier? Ein Stall ohne Tiere. Beziehungsweise ein Gehege. Hier der gute Herr ohne Job. Ach, das ist ja natürlich wieder fantastisch. Hier auch ohne Job. Zwei einsame Villager, die hier allein ihr Leben leben. Okay, also wie ein kleiner Außenposten, da oben ist auch noch ein Haus, da wollen wir auch nochmal kurz schauen, ob sich da drin vielleicht eine Truhe befindet, die wir plündern können. Ich meine, ja, sind unsere Nachbarn, die können uns ruhig mal ein bisschen unter die Arme greifen. So, ja, hier ist eine Truhe drin und na gut, das lassen wir ihn einfach mal. Oh, ein Bauer ganz oben. Und ja, das ist ein Dorf, das gehört alles zusammen, es ist so generiert worden. Das heißt, wir müssten ihn eigentlich, und jetzt haben wir es doch hier aufgesammelt, vielleicht lege ich es ihm hier oben in die Truhe rein. Er kann es, glaube ich, besser gebrauchen, als ich gerade hier auf der Erkundungstour. Aber sehr spannend. Also hier haben wir noch einige Häuser, die sind sehr zerklüftet hier gespawnt. Das legen wir mal rein. Ja, Sattel, Akazien haben wir natürlich auch, das brauchen wir nicht. Das können wir mitnehmen. Den Sattel können wir eigentlich auch mitnehmen, der ist wertvoll. Den Zeppling nehmen wir auch mal mit, müssen wir nicht farmen. Und den Rest lassen wir mal da. So, hier ist auch der Bauer. Guten Tag. Freut mich, dass Sie hier gut arbeiten. Dann gehen wir einmal hier rechts herum nach oben und schauen mal nach. Wo ist denn jetzt hier? Oh. Ja, okay. Gefällt mir. Armor, okay. Das ist schon mal sehr gut. Mit dem könnte man handeln, wenn man das möchte. Was haben wir hier? Ein Emerald. Das ist natürlich jetzt meiner. Das Brot nehmen wir auch mal mit. Wir sind natürlich hungrig hier auf unserer Reise. Das heißt, wir brauchen auch Verpflegung. Hier ist noch eine Kiste, noch ein Sattel, noch mehr Saplings. Sehr schön. Gibt es hier noch ein Haus? Oder haben wir jetzt alles erkundet? Hier oben ist noch ein Feld. Da wollen wir noch bei schauen. Und wahrscheinlich werden wir hier, hier ist noch ein Bauer, im Dunkeln nachher auf der Reise sein. Oh, schaffen wir das? Das ist natürlich ein sehr gewagter Sprung, wenn wir hier runter springen und falsch landen. Aber sollte eigentlich gar kein Problem sein. Oh, schöne Höhle. Und das ist natürlich auch ein Plateau hier. Wollen wir uns weiter auf den Weg machen. Einmal satt machen und dann geht's. Runter die Karte erkunden. Ich hoffe, wir finden eine Wüste oder einen Kiefernwald. Das wäre natürlich ein Träumchen. Dann können wir mit dem Bau auch schnellstmöglich weitermachen. Besonders hätten wir dann auch Glas zur Verfügung durch den Sand. Das wäre natürlich wirklich ein Traum. Ich hoffe, wir werden etwas in diese Richtung finden. Schauen wir jetzt mal. Okay, wir müssen gleich mal nach links abbiegen, um auch hier den Rand der Karte nicht zu verpassen und möglichst viel entdeckt zu haben. Oh! Ein Schiffswrack. Hätten wir jetzt die Banner mitgenommen, hätte ich es markieren können. Sieht man es auf der Karte? Nein, man sieht es noch nicht auf der Karte. Es ist sogar trockengelegt. Hier ist auch ein normales Biom. Sehr schön. Wollen wir nochmal in die Richtung hier schippern, um das mit aufzuzeichnen. Haben wir. Dann gucken wir mal ganz kurz hier. Da müssen wir gar nicht lange tauchen. Einmal kurz schauen, welche Schätze sich darin verbergen. Herrlich! Sehr gut, eine kleine Insel ist hier wohl auf Grund gelaufen. Ah, schaffen wir es hier irgendwie hoch? Haben wir irgendwelche Blöcke mit dabei, außer den Grasblock jetzt? Den möchte ich nicht unbedingt dafür opfern. Machen wir hier einmal die Erde hier weg. Jetzt sind die hier dran. Oh, brauchen wir noch eine. Sowas aber auch. Machen wir die hier weg. So. Moin moin, Herr Kapitän, wo sind Sie denn? Keiner da. Ein verlassenes Schiff. Ah, hier unten ist Wasser, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen tauchen. Und ich würde sagen, wir übernachten auch direkt hier. Hier ist eine Truhe. Ganz viel Eisen. Sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Truhe baue ich ab, dann weiß ich, okay, die haben wir schon gelootet. Hier waren wir schon. Dann gucken wir noch hier unten im Lagerraum. Vielleicht verbirgt sich hier etwas. Kommen wir hier wieder raus, wenn wir hier runtergehen? Das ist die Frage. Nicht, dass wir nachher hier feststecken. Andernfalls würde ich hier ein kleines Loch einmal reinmachen. Kommen wir von hier nach unten, ist die Frage. Ich glaube nicht.
Hoppala, jetzt habe ich das Falsche gesetzt. Das wollen wir wieder richtig machen. Nicht, dass wir hier das, auch wenn es ein Wrack ist, das falsch platzieren. So. Gucken wir mal. Ach, riskieren wir einfach mal. Haben wir jetzt irgendwelche Blöcke noch mit? Nein, haben wir nicht. Vielleicht nehme ich ein paar Erdblöcke von hier vorne mit oder von unter Wasser. So, das sollte reichen, um sich zur Not hochbauen zu können. Und dann schauen wir nochmal unter Deck. Was gibt's denn hier Feines? Eine Truhe. Papier und, eine Schatzkarte. Die können wir natürlich auch mal schauen, wo sich denn dieser Schatz hier befindet. Und hat sich jetzt... Habt ihr das eingesammelt? Ja, habe ich eingesammelt. Sehr schön. Hier vorne ist auch noch eine Truhe. Aha, Karotten. Karotte, meine lieben Freunde. Sehr schön. Und Schutz 4 auf einer Lederkappe. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben Karotten. Sehr, sehr gut. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt hier schon, diese kleine Erkundungstour. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier wieder rauskommen. Dafür haben wir natürlich die Erde mitgenommen. Das sollte gar kein Problem sein. So, es wird dunkel. Wir legen uns schlafen. Einmal hier, weil es sehr, sehr dunkel ist, irgendwie mal eine Fackel platziert. Ja, herrlich. Das Bett bauen wir ab. Super. Haben wir Karotten gefunden. Das ist doch ein Träumchen. Das sieht man auch gerne. Dann können wir nämlich den anderen Villagern auch schon ihren Beruf quasi ausüben lassen. Herrlich. Sehr, sehr gut. Nein, hier wollte ich nicht runtertauchen. So, machen wir es weiter auf die Reise. Wo müssen wir hin? Erstmal wieder zurück auf die Karte. Da sind wir. Und dann Richtung Süden. Den Rand erkunden. Einmal das Feld quasi abstecken. Und dann schauen wir, was sich in der Mitte noch befindet. Auf dem Rückweg. Ich würde sagen, wir erkunden die Karte auch noch komplett. Es kann sein, dass die Folge dann ein wenig länger wird. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Erfolgreich war sie so oder so. Was haben wir da vorne? Ein Plateau? Sieht auch sehr interessant aus. Kann man sehr gut mit einer Mauer einfassen und verteidigen. Das wäre auf jeden Fall auch so eine Option für eine zweite Basis. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um hier im Ozean. Nicht, dass wir hier was übersehen. Das ist auch sehr gut. Jetzt haben wir gleich auch schon unten den Rand der Karte erreicht. Ja, hier könnte man zum Beispiel eine Bucht machen für die Schiffe mit einer Treppe runter. Sehr spannend. Gut, den Rand haben wir erreicht. Dann einmal Richtung Basis wieder zurück. Wir können auch ein bisschen weiter reingehen, da müssen wir nicht allzu viel erkunden. So, passt ungefähr. Wir haben ja einen gewissen Radius, den wir hier entdecken können. Sparen wir uns das Hin- und Hergefahren. Oh, da vorne. Ich sehe etwas. Ist das ein Brunnen? Ist auf jeden Fall etwas aus Sandstein, aber ich denke, es ist eine Ruine, die oberirdisch gespawnt wurde, ja. Trockengelegt, wie das Schiffswrack, was wir eben entdeckt haben, auch hier. Und da ist auch, ja, ein Ertrunkener auf dem Trockenen. Legen wir mal kurz an, schauen wir mal eben nach. Schaden tut's ja nicht. Hier haben wir auf jeden Fall Gravel, sehr schön. Ja, das sieht doch gut aus. Auch eine Truhe. Und den Sand können wir natürlich auch gut gebrauchen. Hier, den können wir auf jeden Fall direkt mitnehmen. Vorausgesetzt, hier sind jetzt nicht so viele Schätze drin, dass wir das auf jeden Fall haben. Ja, ist okay. Kann man machen. Einen Platz haben wir noch frei, beziehungsweise die Erde, die könnte ich auch eigentlich mal hier einfach, die war hier schon, platzieren. Dann nehmen wir hier den wertvollen Sand mit. Das freut mich. Sehr schön, herrlich. Oh, da vorne brennt ein Baum. Hier ist auf jeden Fall ein Lavasee. So lässt es mich vermuten. Ja, also zumindest ein Lavafall, ein kleiner, der den Baum angefacht hat. Hier auch ein schönes, plattes Plateau. Deswegen heißt das Plateau ja auch Plateau, weil es platt ist. Da kann man auf jeden Fall auch das ein oder andere Gebäude, wenn man das möchte, draufsetzen. Schauen wir mal hier. So, lassen wir den Sandstein, nehmen wir den mit, haben wir Platz dafür. Erstmal die Truhe hier abbauen. Ja, den können wir eigentlich mitnehmen, dann schwebt er hier nicht so komisch. Ich hoffe, das ist jetzt alles eine Sandsteinsorte, ansonsten haben wir ein Problem. Schauen wir jetzt gleich. Ich denke aber, das ist alles Klettersandstein. Da sollten wir keine Probleme bekommen. So, einmal eingesammelt.
Sehr schön. Und da müssen wir zurück auf die Karte. Hier vorne haben wir eine kleine Dschungelinsel. Also es gefällt mir ja sehr, sehr gut. Also je weiter wir das Ganze hier erkunden, desto besser gefällt mir die Welt. Sehr spannend. Sehr schön verteilt auch alles. Gehen wir mal wieder zurück. Es wäre natürlich jetzt noch optimal, wenn wir hier einen Dschungeltempel finden würden. Wobei der Dschungel ist sehr klein. Ich denke nicht, dass hier drinnen was generiert ist. Was haben wir hier eigentlich? Das ist Ton, okay. Hoppala, ist das gerade kurz geleckt? Einmal kurz reinschauen, da ist Bambus. Und ein Ocelot. Herrlich. Also Bambus müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Machen wir auf jeden Fall die zweite Schicht schon mal weg. Hier vorne das, wenn wir das, den Inventarplatz schon belegt haben, dann gönnen wir uns auch die anderen Bambusstämme, die hier wachsen. Sehr schön. 20, herrlich. Und erforschen auch direkt hier den Dschungel. Ja, was ist hier drinne? Eine Schlucht. Hier ist wieder normaler Wald. Haben wir das auch erkundet? Okay, da vorne ist nochmal ein Dschungel. Oh, und da ist noch ein Wrack. Gut, herrlich. Aber wir haben kein... Ui, das war knapp. Wir haben keinen Inventarplatz mehr frei. Das heißt, wir müssen wohl oder übel wieder zurückkommen. Alternativ könnte man natürlich jetzt eine Truhe platzieren und da die ganzen Sachen reinlegen, aber nichtsdestotrotz müssten wir nochmal wiederkommen und da fällt mir gerade ein, wir haben doch hier das Boot. Ja, warum machen wir nicht aus dem Boot einfach ein Boot mit Kiste? So, sammeln unseren Bambus wieder ein und greifen nun auf die Kiste in dem Boot zu, legen hier unsere Schätze rein, die wir haben. So, alles, was wir hier quasi... Ach, wir können eigentlich alles reinlegen. Wirklich alles. Da möchte ich jetzt einmal reinschauen. Okay, wo befinden wir uns? Wir befinden uns irgendwo unten. Das muss an der Küste liegen. Spannend. So, nochmal hier den Sattel da rein. Das müssen wir auf jeden Fall noch haben. Papier benötigen wir nicht. Und ja, das Essen lasse ich jetzt einfach mal da. Auch den Sand brauchen wir gerade nicht. Gut, dann haben wir jetzt wieder Platz und können auch hier... das Bett möchte ich jetzt nicht unbedingt in der Hand halten. Können hier bei dem Schiffswrack einmal kurz schauen, vielleicht... Ah, ich denke aber nicht, dass wir es schaffen werden. Ich bin ein sehr schlechter Taucher. Nicht, dass ich hier nachher noch ertrinke. Ah, gut, was soll's. Gucken wir einmal. Hier ist auch direkt schon die Kiste. Die lässt sich nicht öffnen. Merkwürdigerweise muss ich weiter runter. Nein. Okay, vielleicht backt es gerade. Ich tauche nochmal auf. Ich muss Luft holen. Sehr merkwürdig. Ach, jetzt. Es hat wirklich geleckt. Sehr komisch. Okay, tauchen wir wieder runter. So, ganz viele Bücher. Die können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Auch Papier. Und noch eine Schatzkarte haben wir hier gefunden. Noch eine. Sehr schön. Oh, wieder auftauchen. Luft holen. Abtauchen. Die Kiste hier einmal abbauen, damit wir wissen, okay, die haben wir. Dann sollten wir auch schauen, gibt es hier irgendwo eine Tür, wo wir Luft holen können. Da ist auch noch eine Kiste. Ich muss wieder auftauchen. Ja, so ist das. Ich bin ein sehr schlechter Taucher. Ich kann nicht so lange die Luft anhalten. Gucken wir hier nochmal rein. Ja, Kartoffeln haben wir auf jeden Fall. Mossy Stonebrick und Aqua Affinity haben wir hier drauf. Das ist natürlich ein Träumchen. Das kommt uns ja gerade gelegen. So, einmal auf das Boot gestiegen und dann würde ich die auch direkt anlegen. Das kommt ja echt wie gerufen. Hier könnten wir jetzt eigentlich auch die übrigen Blöcke einmal reinlegen, die wir nicht brauchen. In die Schatzkarte schauen wir jetzt direkt auch einmal rein. Ach, das war eine normale Karte. Das war aber seltsam. Gut, wahrscheinlich war die ganze Kiste ein wenig verbuggt, deswegen hat er zwar eine Schatzkarte angezeigt, die hätte eigentlich auch die Textur hier gehabt, aber jetzt hat sich das als normale Karte herauskristallisiert. Schade, vielleicht können wir die aber für irgendwas noch verwenden. Wir packen sie einfach mal mit rein. Gut, ich würde sagen, da wir jetzt hier noch den Schatz noch nicht ganz erkundet haben, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich platziere mich mal hier vorne, es wird nämlich gleich schon wieder Nacht, das heißt wir legen uns hier auf dem Sandbett einmal schlafen. Beziehungsweise machen das in der nächsten Folge ganz kurz. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Denkt dran, wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video online kommt. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.